Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Bücherwoche. Heute, theoretisch, wenn ihr das Video seht, habe ich ja schon eine Woche Urlaub. Ich selbst bin jetzt aber sozusagen am Wochenende des Urlaubstartes, wenn ich dieses Video sozusagen drehe. Ich nutze das etwas schlechtere Wetter heute, das etwas kühlere, nicht ganz so sonnige, bewölkte Wetter des Sommers, um die Bücherwoche zu drehen und um auch noch einen Vlog zu drehen, den ihr dann ja wahrscheinlich jetzt sogar schon gesehen habt, den ihr dann noch seht. So rum muss ich es, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, so passt es jetzt von der Reihenfolge. Ja, mal gucken, ihr werdet sehen, wann der Vlog online kommt. Ja, die Lesewoche ist sozusagen meine letzte Arbeitswoche gewesen und sie lief relativ gut. Also es gab zwar auch zwei Bücher, mit denen ich nicht ganz so glücklich war, aber lesetechnisch lief sie sehr, sehr gut. Ich kam wirklich sehr schön bei diesem heißen Wetter zum Lesen, gerade nachmittags auf dem Balkon, im Garten, am See. Und das lief sehr gut. Zudem habe ich auch ein Hörbuch gehört. Das habe ich euch ja in der letzten Woche auch schon erzählt, dass ich es angefangen habe. Und das war mit einigen Stunden, sagen wir mal so, es waren ja, glaube ich, ein Buch von 700 Seiten. Das braucht natürlich ein paar Stunden, bis das erzählt ist. Und das möchte ich heute auch vorstellen. Zudem habe ich Die Hücke zu Ende gelesen. Da möchte ich kurz auch zwei, drei Sätze dazu verlieren. Und es ist ja auch ein neues Auto bei mir eingezogen. Ja, da werde ich auch ein bisschen was erzählen. Ja, das ist soweit. Ich denke, wir starten wie immer mit den Büchern der Reihe nach. Direkt das erste Buch dieser Woche ist auch ein Buch, das ich am Wochenende begonnen habe und abgebrochen habe. Und zwar Walk Away von Cory Doctorow. Ich denke, man spricht ihn so aus. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Ja, ein Science-Fiction-Buch, das einen unglaublich spannenden Klappentext hat. Aber leider nicht das gehalten hat, was es versprochen hat, so rum. Dann habe ich mir ja in Münster mitgenommen, Die souveräne Leserin von Ellen Bennett. Und von diesem Buch habe ich vorher schon ein bisschen was gehört, gerade so kleine, feine, schwärmerische Besprechungen. Und deswegen durfte es mit und wurde dann auch am Wochenende verschlungen. Dann habe ich das neue Buch von der lieben Michelle Schrenk zugeschickt bekommen. Und auch das habe ich dann in dieser Woche gelesen. Allein immer diese wunderschönen Cover von Michelle Schrenk finde ich einfach immer großartig. Parallel dazu gelesen im E-Book habe ich Glück und andere Kleinigkeiten von absoluter Wichtigkeit von Haim Shapira. Ein Buch, das ich, glaube ich, auch in einer meiner Mind-Magazine entdeckt hatte und dann im Grunde auch einfach so ein bisschen wissen wollte, was dahinter steckt, weil der Titel ja doch schon ein bisschen ahnen lässt, dass das vielleicht was ganz Schönes werden könnte, wenn man eben das Glück vielleicht nicht ganz so wichtig nimmt und es denn dann sucht. Ja, das besagte Hörbuch der Woche ist Die Tuchvilla von Anne Jacobs, war schon lange auf meiner Wunschliste und habe ich dann eben als Hörbuch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, gesprochen von Anna Thalbach. Und ja, das ist auch der große Kritikpunkt an dieser Geschichte. Ja, dazu natürlich mehr. Hat jetzt natürlich so vom Cover gefühlt nichts gerade mit dem Sommer zu tun, aber ich weiß auch nicht, warum das Cover, also ja, spielt so ein bisschen in Winterzeit, aber es hätte jetzt nicht winterlich sein müssen. Und das letzte Buch, was ich jetzt am Wochenende beendet habe, ist Ein Himmel voller Bücher von Amy Myerson. Ein Buch, wo es eben im Buch um Bücher geht und sowas mag ich ja immer sehr, sehr gerne, wenn man eben auch so lesebegeisterte Buchbegeisterte Protagonistencharaktere in Büchern hat, die einen, denke ich, auch ganz gut verstehen und nachvollziehen können, wie es uns Lesern sozusagen so geht. Und das sind die Bücher dieser Woche. Wir starten mit dem ersten Buch. Das ist Walk Away von Cory Doctorow. Und dieses Buch ist mir definitiv wegen des Covers aufgefallen. Denn seltenst findet man, glaube ich, im Science-Fiction-Bereich so ein buntes Cover. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass uns die Heine-Ansprechpartnerin auf der Leipziger Buchmesse gesagt hat, dass das eben auch Absicht ist, dass dieses Cover sich so ein bisschen von anderen Science-Fiction-Geschichten abhebt, weil es eben auch eine andere Art ist. Es ist ja auch von einem russischen Autor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, spielt natürlich schon ja auch einfach mit der Art und Weise, wie eben Russland funktioniert, wie wahrscheinlich
auch man so geprägt ist in diesem Land, ja, damit so ein bisschen eine Rolle. Es war ein unglaublich spannender Klappentext und auch das Cover hatte mir einfach Lust auf dieses Buch gemacht und ich bin zurzeit ein bisschen in Science-Fiction-Laune. Ich glaube, das merkt man es auch, wenn ich denke, was das aktuelle Hörbuch ist, was ich höre, was auch wieder Science-Fiction ist. Oh Gott, ist da etwas abzulesen? Nein, ich glaube nicht. Allerdings, und das werfe ich gleich vorneweg, habe ich das Buch nach ca. 250 Seiten knapp einen Drittel abgebrochen. Und ich finde tatsächlich, dass ich da lange durchgehalten habe mit 250 Seiten. Aber ja, um was geht es denn in dem Buch? Zumindest soweit ich eben gekommen bin. Ja, wir sind circa Mitte des 21. Jahrhunderts mit sehr merkwürdigen Einfällen, die in dieser Welt so ja, vonstatten gehen lässt. Wir haben eine, ja, ich finde schon sehr fantasievolle Kulisse und auch ja, die ein oder andere düstere Vision mit Konflikten, die wir irgendwie kennenlernen und die uns näher gebracht wird. Wir erfahren sehr, sehr viel über die Menschen der Zeit und welche Probleme zum Beispiel künstliche Intelligenzen und 3D-Drucker und ähnliches auslösen könnten. Denn das sind ja auch Themen, die uns in der Jetztzeit beschäftigen und hier sind wir im Grunde schon den Schritt weitergegangen. Es werden uns sehr viele technische Zusammenhänge, die wir nicht direkt, ja, also klar verständlich rübergebracht wurden, wurden schon irgendwie erklärt und ich fand es teilweise auch einfach sehr verwirrend, ja, was so das erneute Lesen von manchen Passagen so betraf, wo ich dachte, ach, jetzt hast du diesen Absatz irgendwie gefühlt dreimal gelesen und du verstehst ihn immer noch nicht. Es ist eine zukünftige Welt, die ich sehr anstrengend fand, die ich sehr verwirrend fand, die ich tatsächlich auch sehr russisch gefühlt empfunden habe, mit der ich eben als Deutsche irgendwie gefühlt nicht so viel anfangen konnte, denn viele Gepflogenheiten aus dem russischen Bereich sind mir eben nicht wirklich klar und ich glaube, dass die hier einfach auch Voraussetzungen waren, dass man es verstanden hat. Auch wurde mir viel zu wenig über ja, die zukünftige Welt und die Unterschiede zu meiner Welt viel zu wenig erklärt. Es wurde auch kaum irgendwas erläutert, geschweige denn vielleicht auch irgendwo nahegebracht, warum das anders ist oder merkwürdig ist oder ja, und ich hatte dann einfach irgendwann Probleme, diese zukünftige Geschichte auch irgendwie zu greifen und ja, ich konnte da irgendwann nicht mehr so richtig folgen und ich fand auch die sehr kreativen Namen wieder sehr schwierig. Das hatte ich ja in der letzten Woche auch bei Geständnisse mit den japanischen Namen und auch hier. Ich vermute mal, dass es auch so russische Namen sind, die dann irgendwie abgewandelt sind. Auch mit denen hatte ich so meine Probleme und ich bin nach wie vor irritiert, warum das der Fall ist und ich mir bei High-Fantasy-Namen seltenst den Kopf zerbreche über Namen. Aber ja, ne? Also ich kann es nicht erklären, fand es aber auch hier sehr anstrengend und verwirrend und schwierig. Das Problem, dass es für mich irgendwie zu russisch war, ist natürlich nur etwas, was ich annehmen kann, weil ich eben gar keinen Bezug zu Russland im klassischen Sinne hätte. Also es gibt niemanden, der mir da irgendwie etwas im Russischen näher bringen könnte. Ja, man hat natürlich Anna Karenina gelesen, was oder Dr. Zhivago. Ich glaube, das waren so Klassiker, die auch schon sehr viel in diese Richtung waren. Aber ich hatte hier so das Gefühl, gerade wenn es um die Mentalität geht, um das Lebensgefühl, dass mir da irgendwie Hintergrundwissen fehlt. Und das liegt vielleicht auch gar nicht tatsächlich an mir, sondern gefühlt natürlich auch am Autor, weil er mir das natürlich näher bringen müsste, sollte, wenn es irgendwie geht. Und auch dieser gelebte Kommunismus, der da drin eine Rolle gespielt hat, ja, ich konnte es irgendwie nicht greifen, nicht verstehen. Und was ich auch ganz schlimm fand, waren, dass es sehr viele Dialoge gab, sowohl miteinander als auch innere Gedanken, die ständig gewälzt und ausgetauscht waren und ausgetauscht wurden. Und es waren auch viele Charaktere, die irgendwie schon anwesend waren, die für mich auch kein Gesicht hatten. Und es hat sich unglaublich gezogen. Also ich habe, glaube ich, immer mal wieder das Buch zur Seite gelegt, habe ein anderes Buch weitergelesen, habe wieder hingegriffen, weil ich immer dachte, irgendwann kommst du rein und kommst du in diese Stimmung und wird es dir gefallen? Das war aber halt nicht der Fall. Und ich muss ehrlich sagen, so nach einem Drittel dachte ich mir, es macht gar keinen Sinn, das irgendwie weiterzulesen, weil ich einfach verwirrt war. Ich habe auch teilweise nochmal dran gedacht, ja, vielleicht fängst du einfach nochmal an und mit dem Wissen von 150 Seiten weiter wird es vielleicht einfacher, aber das Gefühl wurde es irgendwie nicht. Und ja, es war irgendwie mein Buch. Vielleicht zur falschen Zeit, am falschen Ort, vielleicht einfach
einfach nicht mein Buch. Also es tut mir auch unglaublich leid, weil der Klappentext eben so viel versprochen hat von dieser Zukunftswelt, die eben auch einfach mal anders war. Und ich fand es tatsächlich eigentlich spannend, mal zu sehen, dass man hier einen russischen Autor irgendwie hat, wo man ja doch eher selten etwas liest. Aber ja, es war anstrengend. Und ich, ja, nach einem Drittel habe ich gedacht, es macht einfach keinen Sinn, weiterzulesen und sich irgendwie zu quälen. Zudem hat es mich dann halt schon 2 Tage auch nicht mehr hingezogen und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass das nichts ist. Leider. Ja. Weiter ging es, oder parallel, ich glaube auch am Wochenende gestartet, ähnlich wie Walk Away, habe ich Die souveräne Leserin von Alan Bennett, und das habe ich auch gefühlt an, ja, 2 Nachmittagen, wenn nicht sogar an 1,5 Nachmittagen weggelesen. Jetzt spiegelt sich das hier natürlich ein bisschen. Ich habe das in Havixbeck, wo wir bei Thorsten in Münster waren, zum Booktuber-Treffen beim Antiquariat gekauft, und es ist also wunderschön aufgemacht. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt es auch in blauer Seite als Einband. Und das, oh, das sieht natürlich auch nochmal sehr schick und edel aus. Ja, Die souveräne Leserin, man sieht, es ist die Queen abgebildet, und auch um diese geht es, um die englische Queen Elizabeth. Und ja, die eines Tages zufällig am Bibliotheksbus vorbeiläuft und von einem Dienstboten, der in der Küche arbeitet, ja, so ein bisschen ins Lesen eingeführt wird. Denn eigentlich liest die Queen keine Bücher zum Vergnügen. Sie hat 2, 3 Hobbys, die aber doch immer irgendwas ja, mit ihrer Arbeit zu tun haben. Und auf einmal, ja, findet sie Gefallen am spaßigen Lesen, so nenne ich das einfach mal. Und ja, so kommt im Grunde die Queen zum Lesen, weil sie eine Empfehlung von diesem Dienstboten bekommt, der dann auch noch ihr persönlicher Buchassistent im Grunde wird. Und dieses Lesen der Queen missfällt ihrer Umgebung. Und ja, sie muss sich sehr rechtfertigen für ihr ja, merkwürdiges Hobby, das sie hier entwickelt, was eben gefühlt gar keinen Sinn macht, weil wer liest schon zum Spaß? Ja, man muss die Geschichte natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern nehmen, und man erkennt sich sehr oft selbst in dieser Geschichte, denn auch ich glaube, wir Vielleser werden es wahrscheinlich auch oft genug erleben, dass, wenn man sagt, oh, ich habe am Wochenende ein Buch weggesuchtet, dass einen Leute angucken und sagen, Mensch, war dir aber langweilig. Und man denkt sich so, nee, hast doch gerade gehört, ich habe ein Buch weggesuchtet. Und ja, oft als Lesen, als Langweiligkeitsvertreibung sozusagen der Inbegriff ist. Und man sich so denkt, ja, natürlich, irgendwie bekämpft man mit dem Lesen Langeweile, aber es ist ein Hobby, was mir Spaß macht, und es ist mir nie zu langweilig, um zu lesen, gefühlt. Ne? Aber man sich ja, denke ich, schon immer mal rechtfertigen muss, wenn man eben viel liest, gerne liest, dadurch vielleicht auch die ein oder andere Fernsehsendung, wie, keine Ahnung, im Fernsehen verpasst, und man sich so fragt, okay, am öffentlichen Leben nimmst du gefühlt jetzt gerade nicht teil, wenn da über zum Beispiel Bauer sucht Frau gesprochen wird. Aber ja, damit kann man dann natürlich leben. Der Schreibstil ist sehr leise, er ist sehr unaufgeregt, und er ist aber dadurch sehr tiefgründig, sehr warmherzig, sehr herzergreifend, und es macht einfach Spaß, diese Geschichte der Queen und des Lesens sozusagen zu lesen. Denn die Queen ist natürlich, also ich würde sagen, ein Pseudonym für uns alle, die gerne Bücher lesen, was wir ja, damit fühlen, empfinden, wie wir von Geschichten erreicht werden. Und als Bücherleser, Fan, ja, kann man der Queen natürlich absolut nur zustimmen und ihr einfach nur recht geben, dass Lesen eben eine schöne Sache ist im Leben und man das eben auch einfach genießen kann und sollte. Jede Geschichte für sich, jedes Buch für sich ist eben etwas Besonderes und kann eben ein kleines Highlight sein. Und es ist ein absolut kleines und feines Lesevergnügen, das ich wunderschön fand, das mir dieses sommerliche Wochenende wirklich gut untermalt hat. Und es ist auch wirklich eine sehr dünne Geschichte, gar keine Frage. Ich glaube 120, 130 Seiten, aber wunderschön. Kann ich absolut empfehlen. Ich finde es wirklich perfekt für alle, die gerne lesen, auch zum Verschenken. Das ist wirklich ein Buch, wo ich mir vorstellen könnte, dass es jetzt in meinem Freundeskreis herumgereicht wird, zu den Geburtstagen, zu Weihnachten, weil jeder, der Bücher liebt, wird eben auch mit einem Buch Spaß haben, in dem Bücher geliebt werden. Und ja, die Queen ist da eben auch ein ganz wunderbarer Charakter, das typisch Britische, was so ein bisschen durchkommt und ja, uns auch natürlich so ein bisschen das Hofleben zeigt, wenn auch nur so am Rande.
aber sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich wirklich ein paar Stunden, wahrscheinlich sogar nur eineinhalb, gut unterhalten. Und kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Ist für mich wirklich ein kleines Highlight auch des Monats. Und ich muss mir auch unbedingt mal die in blauer Seide eingebunden angucken, weil vielleicht ist die tatsächlich zum Verschenken noch eine Spur schöner. Dann hat mich das neue Buch von der lieben Michelle Schrenk erreicht, Kein Horizont ohne Licht. Und ich bin ja seit einigen Jahren ein absoluter Fan von den Büchern von der lieben Michelle Schrenk und habe mit ihr ja auch immer mal so ein bisschen sporadisch privateren Kontakt. Sie wohnt ja auch gar nicht allzu weit von mir weg. Und als dieses Büchlein bei mir ankam, war, glaube ich, auch, eine Postkarte ist noch mit drin gewesen, auch ein kleiner Brief für mich und auch ein Lesezeichen passend, das sieht man schlecht, passend zum Cover, hat mir super gut gefallen und so durfte das dann direkt auch von mir sozusagen gelesen werden, denn ich freue mich immer sehr auf die neuen Bücher von der lieben Michelle. Das Cover ist ebenfalls wieder sehr, sehr gelungen. Ich glaube, auf der einen Karte sieht man auch, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein, sieht man all ihre Cover und man sieht, dass die wirklich einfach absolut zueinander passen und man immer sofort merkt, man hat jetzt einen Michelle Schrenk in der Hand. In der Geschichte geht es um Hannah, die lebt in Hamburg und ist sehr, sehr erfolgreich in ihrem Job. Und hat auch hier jetzt kürzlich einen Preis gewonnen. Doch ihre Ehe, die litt so ein bisschen darunter. Und die ging jetzt auch wirklich so kaputt, dass sie im Grunde auseinander sich gelebt haben und jetzt auch in Trennung leben. Denn sie denkt doch immer mal ein bisschen zurück an ihre große Liebe Josh. Also mit Namen, die sowohl deutsch als englisch sind. In einer Geschichte habe ich nach wie vor so meine Probleme. Aber gut, Hannah und Josh. Ja. Beide hatten eine sehr schwierige Kindheit und Jugendzeit. Die Eltern waren nicht wirklich so vorbildlich, wie sie hätten sein sollen, haben beiden nicht das an Liebe geschenkt, was sie verdient hätten, was jedes Kind gefühlt verdient hat. Und so sind sie ein bisschen nebenbei bei Mo und Erika aufgewachsen, da sie eben in ihrem Zuhause nicht so willkommen waren und da ein bisschen so ihren Zufluchtsort hatten. Ja, sie finden sehr, sehr jung zueinander und aus scheinbar unerfindlichen Gründen verlässt Josh irgendwann Hannah und das stürzt sie so ein bisschen in ein Loch, in einen Abgrund. Ja, Jahre später, zu der Zeit, wo unsere Geschichte sozusagen ansetzt, treffen sich beide auf dem Geburtstag von Mo, der sich sehr, sehr darüber freut, dass beide im Grunde die Zeit gefunden haben, zu seinem Geburtstag zu kommen, denn in seinem Leben steht auch ein bisschen Veränderung an und er wollte so ein bisschen seine Ersatzkinder auch dabei neben seiner Frau natürlich um sich haben. Und man erfährt hier so ein bisschen, wie eben Josh und auch Hannah beide mit ihrer Kindheit umgehen, mit ihrem eigenen Leben umgehen und auch mit der Entscheidung, die Mo irgendwie für sich getroffen hat. Und dabei, bei dieser Findung kommen sich beide natürlich so ein bisschen näher, arbeiten auch so ein bisschen ihre Trennung auf und man darf dann gespannt sein sozusagen, was diese Geschichte zu bieten hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit 2-3 Themen in diesem Buch überhaupt nicht gerechnet. Der Michelle Schrenk schreibt an und für sich sehr lockere, wenn auch ein bisschen tiefgründigere Liebesgeschichten, die natürlich immer so eine Spur wahres Leben in sich tragen und man sich wunderbar in die Protagonisten auch einfühlen kann. Und hier sind aber Themen besprochen, die ich sehr ernst fand, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Also zum Beispiel natürlich diese Kindheiten, die eben von Eltern geprägt sind, die im Grunde sehr gewalttätig sind, die Vernachlässigungen haben und Ähnlichem. Mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Auch das Thema um Mo hat mich eiskalt erwischt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und diese Themen sind perfekt in diesem Buch rübergebracht. Das sind sehr ernste Themen, sehr emotionale Themen. Trotzdem hat man so ein Gefühl von Lockerheit, wie wahrscheinlich Menschen auch einfach sind mit ernsten Themen, weil man zerbricht ja nicht immer an ernsten Themen, sondern man zieht ja auch eine Kraft daraus. Und das machen die Protagonisten hier drin eben auch uns tatsächlich vor. Das Miteinander der Charaktere ist unglaublich gut gelungen. Überhaupt auch die ganze Erzählung von der lieben Michelle. Das ist wirklich ganz, ganz toll, wie sie uns diese Geschichte näher bringen, die anfangs so ein bisschen langsam startet, aber einfach sehr tiefgründig wird, sehr tiefgreifend geht, einen wirklich ganz tief im Herzen erwischt und man wirklich das Gefühl hat, man wird von diesen Emotionen einfach gepackt. Und so haben mich manche Emotionen natürlich auch
eiskalt gefühlt erwischt und ich saß schon das ein oder andere Mal mit so einem Tränchen im Augenwinkel auf jeden Fall bei diesem Buch. Es hat mich wirklich zum Teil schon ganz schön mitgenommen. Ein kleiner Kritikpunkt von mir ist Hannah, denn sie ist mir tatsächlich an mancher Stelle zu jammerig gewesen und ich wurde nicht so ganz warm mit ihr. Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Ich fand Josh zum Beispiel viel greifbarer, viel echter. Bei Hannah hatte ich manchmal das Gefühl, Mensch, du bist doch die starke, taffe. Und manchmal hatte sie aber so einen jammerigen Moment, der für mich einfach gar nicht gepasst hat. Also man darf gerne jammern, ne? Und gerade was auch die hier drin erleben, da darf gerne mal gejammert werden, gar keine Frage. Aber es hat gefühlt nicht zu ihrem Bild gepasst. Und ich konnte nicht so richtig warm mit ihr werden, weil ich vieles von ihr, glaube ich, auch nicht so richtig verstanden habe. Aber das Buch ist eine absolute Empfehlung. Es ist auch wieder eine Liebesgeschichte, eine Lebensgeschichte, die sehr tiefgründig ist, die einen durch die speziellen Themen sehr mitreißt und die einen spätestens am Ende einfach überwältigen. Also es ist wirklich wie wenn ein Wasserfall über einen drüber stürzt und es macht einfach Spaß, es zu lesen. Es ist wie gesagt eine ruhigere Geschichte mit Höhepunkten, die ja mir ganz Herz zu Herzen gegangen sind und die mir wirklich ganz viel, ja, Spaß ist dann gefühlt auch so das falsche Wort für so Lebensgeschichten, aber die mir wirklich sehr nahe gegangen ist, mich sehr emotional mitgenommen hat und mich einfach begeistert hat. Und das kann Michelle Schrenk eben einfach und das kann sie auch in dieser Geschichte. Hannah ist so der halbe Punkt Abzug gefühlt, weil irgendwie war sie für mich nicht ganz rund und ja, aber es tut der Geschichte gefühlt keinen Abbruch. Ne? Man kann über sie so gefühlt ein bisschen hinwegsehen, wenn sie so ein bisschen komisch wird. Nichtsdestotrotz ist das ein absolutes Highlight für mich. Michelle hat mich komplett überzeugt, wirklich begeistert und auch Themen angesprochen, die in der Literatur gefühlt zu kurz kommen. Man hat das ein oder andere Buch über diese, ich sag mal, diese zwei großen Themen. Ich möchte gar nicht das zweite Thema so spoilern. Ich weiß auch gar nicht, ob das hinten irgendwo drauf stand. Nein. Und ja, und das Schöne ist natürlich, dass man wieder so eine positive Message trotz dieser Thematiken mitnimmt, denn es gibt eben keinen Horizont ohne Licht. Und ja, das sind so schöne Weisheiten drin. Ich weiß gar nicht, was auf der Postkarte diesmal draufsteht, aber Augenblick, jeder Augenblick, den wir in Liebe leben, ist ein Licht an unserem Horizont. Ja, die Karte wird wieder einen speziellen Platz bei mir bekommen, wahrscheinlich im Flur, da hängt auch die letzten beiden Karten. Also wirklich absolute Empfehlung. Es ist auch es ist ja auch im Grunde Self-Publisher, auch wieder super schön innen aufgemacht, hat sich sehr schön lesen lassen, eine sehr schöne große Schrift. Preislich lohnt sich natürlich hier auf jeden Fall auch das E-Book. Den Preis habe ich euch unten mal auch in die Infobox zu allen Buchinfos gepackt. Schaut da einfach mal rein und halt so schön auch hier. Also es ist immer sehr, sehr schön von der Aufmachung von der lieben Michelle und gefällt mir auch in dieser Ausgabe wieder super, super gut. Ja, nach dieser emotionalen Geschichte oder gefühlt, schon so ein bisschen parallel, habe ich natürlich auch wieder unterwegs zu einem E-Book gegriffen und zwar zu Glück und andere Kleinigkeiten von absoluter Wichtigkeit von Haim Shapira. Und dieses Buch habe ich natürlich mal wieder in einem meiner Mind-Magazine, ich muss hier nochmal meine Beine ausstrecken, die schlafen gefühlt gleich ein bisschen ein, habe ich mal wieder in einem meiner Mind-Magazine entdeckt, weiß aber auch gar nicht mehr wo, wann und wie und was ich mir dabei dachte, stand dann auf jeden Fall auf der Wunschliste und dann war ich sehr happy, als das Buch vom Verlag bei mir eingetrudelt ist. Das Buch beginnt schon, glaube ich, mit einem Zitat, das ich super schön fand und das ich mir auch aufgeschrieben habe und jetzt sagen werde, denn mein kleines Buch soll Ihre Einstellung zu fast jedem Lebensbereich ändern und insbesondere die zum Thema Glück. Aber ohne Fleiß kein Preis. Leser, die das Beste aus diesem Werk herausholen wollen, müssen aktiv werden, etwa indem sie Teile des Textes fortschreiben, etwaige Fehler korrigieren und Gedanken, die ihnen gefallen, weiterspinnen. Und das fand ich tatsächlich zu Beginn schon ein sehr cooler Aufruf, dass man eben sagt, jeder nimmt natürlich aus einem Buch etwas anderes mit. Und man hatte tatsächlich in diesem Buch auch die ein oder andere Aufgabe, worüber man sich Gedanken machen sollte. Man sollte auch mal Dinge aufschreiben und eben weiterspinnen. Und das finde ich eine sehr coole Idee von dem Autor. Denn es geht in diesem Buch mehr oder weniger natürlich nach der Suche, nach dem Glück, beziehungsweise nach Zufriedenheit. Gedanken, Karusselle sollen ausgeschalten werden. Man soll gelassener werden, was auch immer sich unsere Menschen so im 21.
21. Jahrhundert wünschen. Es ist ja immer wieder faszinierend zu sehen, dass wir gefühlt als Individuen eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens in der Freizeit verbringen, denn es war ja vor 100 Jahren durchaus noch überhaupt nicht üblich, dass man zum Beispiel nur 40 Stunden gearbeitet hat, wenn man jetzt mal von einem klassischen Job ausgeht. Alles selbstständigen Handwerker bitte einfach ausgenommen. Ich glaube, das sind wirklich noch Berufe, wo man durchaus mehr Stunden arbeitet. Also, ne? Aber so diese Industrialisierung hat ja dazu geführt, dass der Mensch eigentlich auch industrialisiert wird und man eigentlich so viel Zeit hat wie noch nie, aber immer das Gefühl hat, die Zeit rennt, man ist irgendwie nicht glücklich, man ist nicht zufrieden, man ist nicht gelassen. Und diese Literatur versucht ja immer dahinter zu kommen, woran das liegt. Und manchmal entdeckt man bei sich selbst ja durchaus den ein oder anderen Gedanken, aber ja, man kann eben nicht immer alles so pauschalisieren, fand zumindest ich. Und das ist auch bei diesem Buch gefühlt ein bisschen das Problem. Es gibt am Ende des Buches sehr viele Buchtipps, wo ich sehr schmunzeln musste, weil ich bestimmt die Hälfte davon kannte, gelesen habe oder also zumindest kannte und auch einige davon schon gelesen haben. Wir haben hier zum Beispiel einige Bücher von Philip K. Dick, von Lewis Carroll, von Huxley. Es wird viel thematisiert über Pooh, der Bär, über diese ganze Philosophie in dieser Geschichte. Wir haben was über Dostojewski und andere. Und ich habe tatsächlich ja so am Ende dann gedacht, wie ich da ankam, dachte, ah, schön, es ist im Grunde so ein Quellverzeichnis, aber eben auch Bücher, die dann der Autor empfiehlt. Und das war total schön, so zu denken, ah, kenne ich, ah, habe ich schon mal gehört, ah, kenne ich, oh ja. Und das gab mir dann tatsächlich ein sehr glückliches Gefühl, so gefühlt. Die Geschichte ist tatsächlich nicht aufgebaut natürlich wie eine Geschichte, sondern es ist natürlich eher ein Sachbuch mit Tipps, Tricks, Hinweisen, wie man die Welt sehen kann, wie man Glück betrachten kann, was Glück für den Einzelnen bedeutet. Dann eben zum Beispiel aus der Sicht Alice im Wunderland, Pooh der Bär, wie uns Kindern gegebenenfalls auch schon, also oder uns als Kindern die Welt im Grunde erklärt wird. Und ja, mein Problem mit dem Buch war gar nicht so dieser Sachbuchanteil, den fand ich sehr spannend und schön zusammengefasst. Mich hat sehr gestört, dass es sehr wenig Neues gab. Natürlich kann man irgendwann diese Gedanken wahrscheinlich gar nicht mehr neu erfinden, aber es sind unglaublich viele Gedanken dabei, die eben andere schon gedacht haben. Und der Autor bedient sich sehr vieler Zitate und interpretiert diese Zitate für sich. Und das hat mir zwar gut gefallen, so auf Zitaten von anderen einfach mal wieder drauf zu kommen und zu sagen, ach ja, das ist aber ein schönes Zitat von Oscar Wilde. Und auch schön, dass der Autor seine Gedanken dazu mit uns teilt, aber das ist eben nichts Neues. Das ist nichts, was irgendwie erfrischend anders ist, das irgendwie einem die Gedanken nochmal woanders hinlenken lässt. Denn wenn man den Großteil dieser Zitate irgendwie schon mal gehört hat oder ja, es hat sich eben jemand schon mal was dabei gedacht. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen störend, weil ich mir gerne etwas Neueres, Frischeres vom Autor selbst Erdachtes gewünscht hätte. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass es der Autor sich gefühlt da so einfach macht. Und es hat mich jetzt nicht so gestört, dass ich es abgebrochen habe. Ich fand es schon interessant. Es war auch mit ein paar Gedanken dabei, wo ich dachte, ja, da nimmst du was raus. Ich habe auch die Aufgaben so ein bisschen versucht mitzulösen, die ich auch gut fand, die einfach so zur Selbstreflexion neigen. Aber ich bin da einfach schon 5 Schritte weiter und das soll jetzt überhaupt nicht erhaben oder sonstiges klingen, aber ich glaube, wer öfter mal in meinen Bücherwochen vorbeiguckt, der weiß, dass ich ja sehr viel zu diesen Themen einfach lese, weil ich da früher durchaus mal in meiner, vor 10 Jahren, Defizite in diesen Gedanken hatte und einfach gemerkt habe, was man eben denkt, beeinflusst eben auch einfach das Denken. Und das klingt erstmal wieder total kurios, ist ja aber durchaus so. Und deswegen lese ich sowas immer mal wieder gerne, um was aufzufrischen, um was Neues mitzunehmen. Aber ja, das war okay und ich glaube vielleicht auch wieder eher ein Buch für Anfänger. Also wenn man sich gerade mit Glück beschäftigt, mit Gelassenheit, dann ist das wieder was und dass man das eben manchmal gar nicht so wichtig nehmen sollte. Aber für Leute, die eben schon öfter mal was in diese Richtung gelesen haben, wird es tatsächlich nichts Neues sein. Also es ist ein okay Buch für mich. Wie gesagt, mit der Einschränkung für Anfänger ist es definitiv besser geeignet und für die bringt es dann durchaus einfach auch mehr. Ja. Ja, jetzt 1,5 Wochen knapp gehört habe ich an der Tuchvilla von Anne Jacobs, ein Buch, das ich schon länger
ja, auf der Wunschliste hatte und jetzt auch dachte, seitdem ich meine ja, CD-Hör-App sozusagen für das Handy habe, also eine MP3-Hör-App, die ähnlich funktioniert wie Audible, dachte ich, dann kannst du dir nun auch mal ja, die CD sozusagen zulegen. Und ja, gesprochen wird das Hörbuch von Anne Thalbach, die, glaube ich, durchaus bekannt ist, auch ihre Mutter und ich glaube auch ihre Tochter ist mittlerweile so in diesem Schauspielkreis mit drin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin leider kein so großer Fan von Anne Thalbach, überhaupt von den Thalbachs. Ich kann mit den Frauen leider nicht allzu viel anfangen und fand tatsächlich das den großen Kritikpunkt des Hörens. Das muss ich tatsächlich sagen, denn Anne Thalbach kann für mich diese Geschichte nicht gut vertonen. Ich habe bestimmt 4-5 Stunden gebraucht des Hörens, wo ich immer wieder so dachte und wirklich immer so Also wenn Frau Thalbach irgendwie etwas sehr Komisches gemacht hat, es war sehr unangenehm, wie sie es zum Teil vertont hat und an mancher Stelle auch sehr unangebracht, wie sie etwas betont hat. Und es war sehr gewöhnungsbedürftig und ich hatte tatsächlich schon anfangs das Gefühl, ach, hör dieses Hörbuch einfach auf und lese dieses Buch. Und ich glaube, ich hätte mehr Spaß gehabt, muss man ganz ehrlich einfach dazu sagen. Ja, die Tuchvilla ist der Auftakt einer Trilogie. Es sind bereits alle drei Teile erschienen. Der zweite Teil ist die Töchter der Tuchvilla und der dritte Teil das Erbe der Tuchvilla. Es gibt, glaube ich, von der Autorin jetzt auch eine neue Reihe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich habe dieses Buch damals entdeckt, als ich letztes Jahr im Downton Abbey Fieber war und mir das so ein bisschen empfohlen wurde als Buch zu dieser Serie, was ein ähnliches Feeling haben soll. Und das habe ich mir von diesem Buch so ein bisschen erhofft. Und man kann so viel sagen, man bekommt auch ein bisschen Downton Abbey-Gefühl. Allerdings eher in Form von, ach, das ist ja eigentlich fast genauso wie in Downton Abbey. Anstelle nur, dass man ein Gefühl hat, hat man manchmal das Gefühl, man hat eine Kopie vor sich. Aber um was geht's in dem Buch? Es geht, ja, wir sind im Jahr 1912 oder 13, steht das denn drauf? 1913, wir befinden uns in Augsburg, also eine Stadt, die von mir auch gar nicht so weit weg ist, in der ich auch schon 2-3 Mal war und mir daher auch so ein bisschen ein Bild machen konnte. Ja, wir haben hier die junge, ich glaube 18-jährige Marie, die ja aus dem Waisenhaus entlassen wird und als Küchenhilfe in der großen und imposanten Tuchvilla bei der Familie Melzer das Arbeiten beginnt, eben in der Küche. Ja, sie ist im Waisenhaus groß geworden und versucht sich eben so bei den Dienstboten auch einen Platz zu finden, zu ersuchen und möchte irgendwie eben im Leben auch wozu gehören. Ja, die Familie Melzer plant zu Beginn der Geschichte eine, ja, fängt die winterliche Ballsaison an, die wird geplant und deswegen ist jetzt auch dieses Cover eher winterlich gehalten. Das hat mich aber jetzt im Sommer überhaupt nicht irgendwie, ja, abgeschreckt. Und wir treffen auf die junge Katharina, das ist die jüngste Tochter, die eben in dieser Ballsaison jetzt auch in die Gesellschaft ja, im Grunde eingeführt wird. Zudem treffen wir auf Paul, der Erbe der Familie ist, der aber so gefühlt gar keinen Bock auf dieses Leben hat und sein Studentenleben in München viel, viel spannender, interessanter und freier findet, bis er dann eben auf die Küchenmagd Marie trifft. Und diese sich wiederum in der Zeit so ein bisschen auch nach ihrer Vergangenheit und ihrer Herkunft auf die Suche danach macht und ja, so manches Geheimnis lüftet, ja, die hier drin eben schon so ein bisschen anfangen. Man muss natürlich dazu einfach sagen, das ist eine Geschichte, das ist eine Trilogie, es ist der Auftakt einer Reihe. Man hat gefühlt ja erst das erste Drittel eines Buches gelesen. Die Geschichte war sehr entschleunigend. Das ist ähnlich wie bei Downton Abbey. Man stürzt so ein bisschen in diese Zeit. Es ist auch so ein bisschen wie bei der Clifton-Saga gewesen, wie bei den Frauen vom Löwenhof, bei der Hansen-Saga. Es ist ein Schreibstil, der einen entspannt, der einen runterholt, der einen ja so tief atmen lässt und der einen wirklich entspannt. Es ist sehr nah, wie ich fand, an der damaligen Zeit. Man hat wirklich das Gefühl, man macht eine Zeitreise. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist der Autorin sehr gut gelungen. Denn man sieht die Zeit und auch die Menschen und die Dienstboten und das Haus förmlich vor sich. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Ich mag das in so ja, Büchern, die eben so eine Art Zeitreise für den Leser machen, eben sehr, wenn einem man wirklich das Gefühl hat, man befindet sich hörtechnisch jetzt in einer anderen Zeit. Das hat auch mit der Sprache zu tun, die gesprochen wird und dass da alles nur so ein bisschen hölziger klingt wie bei uns. Und das finde ich einfach super, super schön. Und es ist eben auch, dass man das Gefühl hat, die Charaktere sind sehr echt und authentisch. Und das kann ich natürlich nicht beurteilen, denn ich habe ja vor 100 Jahren nicht gelesen, lebt, aber man kennt es ja durchaus aus Filmen, aus
Dokumentationen und Ähnlichem, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Und so weit zurück ist es ja dann noch nicht, als dass es darüber keine Aufzeichnungen gibt. Und das, finde ich, hat Anne Jacobs wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr flüssig geschrieben, es ist sehr leicht zu hören. Es ist manchmal mittendrin ein bisschen langatmig. Da passiert gefühlt einfach mal eine Stunde nichts beim Hören, aber okay, deswegen, ne, man muss natürlich ein bisschen, man muss einfach auch mal ein bisschen so eine Zeit aufbauen und der Geschichte auch Zeit geben. Und wie gesagt, es ist einfach erst das erste Drittel einer Geschichte und da kann man auch mal das Gefühl haben, dass gefühlt nicht sehr viel geschieht. Wir haben nicht allzu viele Charaktere, was ich sehr gut fand, denn das bringt einen nicht durcheinander und man weiß immer gleich wieder, wer wer ist. Das fand ich sehr schön, weil es eben nicht so funktioniert, wie zum Beispiel die Serie Downton Abbey, wo man ja sehr viele Charaktere hat, wo man eben durchs Bild einfach sich das Gesicht merkt und weiß, wer das ist. Das hat man hier eben natürlich nicht beim Lesen oder beim Hören. Deswegen finde ich es gut, dass sich auch so vereinzelte Charaktere festgelegt wurde und man die eben einfach dann auch vor Augen hatte. Was ich tatsächlich sehr gut fand und ja, und ich einfach hoffe, dass es so bleibt, ist, dass man sehr wenig geschichtliche Ereignisse erzählt bekommen hat. Denn es ist ja durchaus was 19, 13, 14 irgendwie passiert und dass das geschichtlich so ein bisschen außen vor gelassen wurde. Das mag für manche ein Kritikpunkt sein. Ich fand das dadurch eigentlich sehr gut, weil ich nicht unbedingt die Geschichte, also die echte Geschichte in der Geschichte brauche und dass man trotzdem die Geschichte spürt ohne die Geschichte, das ist aber auch, ein, also die deutsche Sprache ist manchmal sehr verwirrend, also dass man gar keine geschichtliche Geschichte braucht, um eine fiktionale Geschichte zu erzählen und das fand ich absolut gelungen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Liebesgeschichte, die darin so ein bisschen, ja, fand ich tatsächlich nicht so gelungen, die war sehr unglaubwürdig und auch sehr merkwürdig und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir einfach, also insofern ich überhaupt eine Liebesgeschichte brauchte, das hätte ich persönlich nicht so benötigt. Die Geschichte an sich hat mir aber sehr gut gefallen. Also es kommt nach wie vor nicht an Downton ran, auch nicht für mich an die Clifton-Saga, insofern man das vergleichen möchte. Aber es ist definitiv sehr gelungen, eine schöne Geschichte. Ich mochte so das zum Thema Tuchwiller, ich mochte die Familie Melzer, ich mochte dieses Gespiele zwischen dem Herrenhaus, diesen etwas vornehmeren Menschen und den Dienstboten und das halt gefühlt trotzdem alles nur Menschen sind. Und das fand ich einfach sehr, sehr gelungen. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass man sehr oft nicht nur ein Downton Abbey-Gefühl hat, sondern eigentlich Downton Abbey gehört hat. Und das hat mich tatsächlich immer mal so ein bisschen gestört, wo ich dachte, Mensch, liebe Autorin, ist dir da nichts Eigenes, anderes eingefallen? Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass man so gefühlt ein bisschen eine Kopie eigentlich von Downton Abbey hatte. Mal schauen, ob sich das in den anderen Teilen irgendwie so weiterspinnt. Ja, ich möchte auf jeden Fall die weiteren Teile lesen und das betone ich, denn für mich geht Anna Thalbach als Leser, als Vorleserin überhaupt nicht. Ich fand, also ich war wirklich die ersten 4-5 Stunden total genervt von dieser Stimme, die alles sehr und so ausspricht. Ich fand das ganz schlimm. Also natürlich bin ich auch jemand, der eigentlich eine Geschichte in einer anderen Geschwindigkeit hört, so natürlich auch hier. Man kann Anne Thalbach nicht gefühlt wirklich sehr viel schneller hören, das muss man ganz klar sagen. Die hat von sich aus schon einen sehr schnellen Sprachstil, was ich ihr gar nicht aberkennen möchte. Aber die Betonung auf manches fand ich einfach schrecklich. Alle Charaktere wirken gefühlt direkt unsympathisch, weil sie von Anne Thalbach besprochen werden. Und man denkt sich, oh, man muss diese Stimme einfach nur ausblenden. Also ich hatte auch zwischendrin zwei, dreimal den Gedanken, du hörst jetzt mit dem Hören auf und liest es einfach. Ja, nach der Hälfte hat man sich an Anne Thalbach gewöhnt. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich ist das ein absolutes No-Go, diese Sprecherin. Und die zieht bei mir auch nicht nochmal als Sprecherin ein. Also die Tuchwiller wird von mir gelesen, der zweite und dritte Teil. Gehört wird es nicht. Und ich werde definitiv auch kein Hörbuch mehr hören, wo Anne Thalbach spricht. Das ging für mich gar nicht. Die Betonung, wie sie spricht und ach, das. Ich glaube, man muss sie einfach mögen, dann ist das okay. Wenn man mit ihr nichts anfangen kann, dann mag man ihre Stimme nicht. Und mich hat das echt gestört. Und das macht auch ein bisschen den Lesespaß kaputt. Ich glaube, vielleicht hätte ich das Buch selbst gelesen. Weiß ich nicht, vielleicht wäre es dann tatsächlich ein Highlight geworden. So ist es eben nur geschichtlich ein kleines Highlight, aber sprachlich überhaupt nicht. Und beendet jetzt an diesem Wochenende habe ich dann auch noch Ein Himmel voller Bücher von Amy Myerson, ein Buch, das tatsächlich schon ein Weilchen auf meinem Sub lag. Es ist ja ein Buch, in dem es um Bücher geht.
was ist das, ein Motorrad? Und ja, das mich schon sehr angesprochen hatte. Und so durfte es jetzt eben auch vom Sub befreit werden. Und ich dachte, es passt gerade so ein bisschen in die Stimmung. Und das habe ich dann jetzt eben auch am Wochenende gelesen. Ja, es geht in der Geschichte um die junge Lehrerin Miranda, die ihren Namen Shakespeare verdankt und ihrem als Kind und Jugendliche heißgeliebten Onkel Billy. Ja, sie wohnt ein bisschen abseits von ihren Eltern zusammen mit ihrem Freund und ja, wir erinnern uns ein bisschen ihrer Kindheit, ihrer Jugendheit. Wir erleben Konflikte zwischen ihrer Mutter und Onkel Billy und dennoch, wie nah sie sich eigentlich irgendwie standen, zumindest gefühlt so in ihrer Erinnerung. Ein paar Jahre später, sie ist jetzt eben erwachsen, lebt mit ihrem Freund zusammen, ja, erfährt sie von dem Tod ihres geliebten Onkels, von dem sie schon einige Jahre nichts mehr gehört hat, und dieser vermacht ihr die Buchhandlung Prospero, und so manches ja, Geheimnis der Familie wird hier so ein bisschen aufgedeckt, beziehungsweise forscht sie eben über Onkel Billy nach, wer er war, was für ein Mensch er war, warum er ihr die Buchhandlung sozusagen vererbt, was es mit seiner Frau auf sich hat, von der sie überhaupt nichts wusste, und ja, indem sie so ein bisschen seine Vergangenheit aufdeckt, erfährt sie auch immer mal ein bisschen mehr über sich selbst. Eine Geschichte, die sehr langsam erzählt wurde, die sehr, ja, langsam erzählt wurde. Ich glaube, das ist einfach gefühlt der richtige Ausdruck, bis gefühlt wirklich das ein oder andere Geheimnis auch zum Vorschein kommt. Ich fand die Charaktere sehr bildhaft, sehr lebendig. Ich mochte Miranda unglaublich gerne. Ich konnte ihr viele Erinnerungen sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, man sieht als Kind die Welt eben einfach anders, als man sie dann tatsächlich vielleicht 20 Jahre später wahrnimmt. Und ich fand das sehr schön, diese Spagat von damals und heute. Das wurde sehr schön gezeigt, sehr schön dargestellt und hat mir wirklich auch Lesespaß bereitet. Die Geschichte ist, wie gesagt, sehr langsam erzählt, sehr langsam aufgebaut, sehr ruhig. Es passiert nicht wirklich sehr viel. Vieles ist auch so ein bisschen vorhersehbar, wo man schon mal so beginnt drüber nachdenken, dachte, was könnte das und das im Grunde ausgelöst haben. Es kommt dann tatsächlich auch so. Das fand ich tatsächlich schade, weil ich mir ein bisschen was anderes, Neueres hinter dieser Geschichte erwartet hätte und es für mich dann doch ein bisschen 0815 war, was ich persönlich sehr schade fand, weil ich tatsächlich mir hinter dem Klappentext eine ganz andere Geschichte erwartet habe, als die ich bekommen habe. Denn wir haben hier schon so ein bisschen eine Lebensgeschichte, eine Vergangenheitsaufbereitungsgeschichte über Onkel Billy, der ja gefühlt nie richtig greifbar ist. Wir versuchen natürlich durch Miranda schon ein bisschen was über die Familie zu erfahren. Ich fand auch ihre Eltern irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Zumindest habe ich, also ich habe die einfach viele Charaktere zu Beginn überhaupt nicht verstanden, wie die handeln, warum sie so handeln, wie sie es tun und was es so mit all dem irgendwie auf sich hat. Und ich saß da manchmal wirklich so ein bisschen davor und dachte mir, hä, was soll denn das jetzt? Also das war wirklich sehr unverständlich und war nicht immer so greifbar. Natürlich macht am Ende irgendwie alles Sinn, aber ich konnte nicht zu dem Weg des zum Ende, das mochte ich nicht so richtig. Also wenn man so sagt, bei einer Reise, der Weg ist das Ziel, dann mag das stimmen. Bei einer Geschichte sollte es eben auch so sein und nicht erst das Ziel sozusagen die Reise irgendwie erklären. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich habe die Geschichte gerne gelesen, weil sie eben auch einfach entspannend war, weil sie jetzt auch einfach so zur Stimmung gepasst hat, zum Wetter, was jetzt ja nach dem sommerlichen Extremhoch doch ein bisschen abgekühlter hatte und man sich dann so eine Stunde einfach schön irgendwie auf der Couch einmümmelt. Ja, das klingt jetzt schon total nach Herbst, aber für mich sind 20 Grad eben oder 18 Grad, die es hatte, eben auch schon Herbst, und ja, man dann einfach sein Teechen trinkt und ja, einfach so, ja, die Seele baumeln lässt, wie es halt zu Beginn eines Urlaubs auch einfach der Fall ist. Und ja, es hat irgendwie gepasst, ich habe es auch ganz gerne gelesen, aber ich habe mir einfach etwas anderes darunter vorgestellt, ich hatte etwas anderes erwartet und ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, ja, dass einfach, ja, wie die Geschichte erzählt wurde, dass es so langsam war, ein bisschen langatmig war, dass man manches auch nicht so recht greifen konnte. Das war echt ein bisschen schade. Also ich hätte mir ein Highlight vorstellen können, aber das ist es leider dann doch nicht geworden. Auch das eher so ein okay und Wohlfühlbuch, einfach so für zwischendurch, was ja nicht schlecht ist. Also viele sagen, Mensch, Steffi, mit deinen Wohlfühlbüchern und Zwischendurchbüchern, das klingt immer so negativ. Oh, das ist der Wecker, warum auch immer, der jetzt klingelt. Ja, ich natürlich schon sage, nein, das ist natürlich nichts Negatives an einem Wohlfühlbuch, überhaupt nicht. Und auch nicht an einem Buch für zwischendurch, denn man kann ja nicht nur Highlights lesen, man kann nicht von einem
epischen High-Fantasy-Werk zum nächsten. Ich glaube, dann hätte man irgendwann den Overflow und würde auch diese Geschichten gar nicht mehr wertschätzen können und gar nicht mehr gut finden können, weil man denkt, naja, habe ich ja alles schon mal gesehen, gehört, gelesen. Und es muss Bücher für zwischendurch geben. Es muss auch ein Buch geben, was einen einfach mal für 2-3 Tage unterhält, was einen einfach mal so die Gedanken freien Raum lässt und einfach so einen mitnimmt, aber eben auch nichts Tiefgründiges in einen verändert. Aber das sind natürlich Bücher, die einem nicht ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Das möchte ich einfach nur so damit sagen, dass sie ganz schön sind. Und ich mochte eben auch einfach die Anspielungen auf Shakespeare in diesem Buch. Aber es ist jetzt eben kein Buch, was mich im Innern zerstört hätte, wenn man jetzt zum Beispiel an keinen Horizont ohne Licht denkt. Das ist was, dass dieses Gefühl nimmt man eine Weile mit. Na? Oder auch das der souveränen Leserin, wo man sagt, Mensch, das ist ein Buch, das würde ich definitiv 5, 6 Menschen in meinem Umkreis direkt empfehlen oder auch zum Geburtstag Weihnachten schenken. Also, na, das so meine ich eben dann eben zwischendurch Bücher. Also, es ist deswegen trotzdem gut, aber eben nichts für die Ewigkeit oder was, was einen länger irgendwie beschäftigen wird. Ja, dann habe ich die aktuelle Hücke die letzten 2 Wochen gefühlt ein bisschen gelesen. Nach wie vor gehört die Hücke zusammen mit der Flow zu meinem absoluten Lieblings-Mind-Magazinen. Denn einfach die Hücke lässt einfach alles auch so wieder ein bisschen entschleunigen. Man wird entspannt zurückgelassen. Es sind tolle Themen drin und besonders gut gefallen. Jetzt habe ich es natürlich mal wieder überhaupt nicht markiert. Hat mir das, wie hat man es hier so schön genannt, dem Himmel so nah. Denn es gibt jetzt eine neue Bewegung, die sich mit dem Wolkenanschauen beschäftigt. Und dafür gab es einen ganz speziellen Begriff, den ich mir natürlich jetzt mal wieder nicht markiert habe. Und ich bin ja auch jemand, die gerne in die Wolken guckt. Und es, wie nennt sich denn das hier? Wolken Society. Und das fand ich total schön, ziemlich am Ende, wo ich so dachte, Mensch, ich bin schon immer jemand, der gerne in den Himmel guckt. Sowohl Wolken wie auch Sterne und Mond finde ich total faszinierend. Und das fand ich hier wirklich ganz, ganz, ganz toll. Zudem haben wir hier so ein bisschen was auch über Blumen und was da so ein bisschen bei den Arrangements dahinter steckt. Deko-Tipps, Essen, Backen fand ich total super spannend und auch sehr schön gefallen hat mir. Das süße Leben. Wir haben hier eine australische Kochbuchautorin, fand ich super spannend. Also wieder eine ganz, ganz tolle Sammlung an Artikeln, die mir wieder großartig gefallen hat. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Hücke, die, glaube ich, jetzt dann schon im September dann auch erscheint. Am 12. Ich hinke ja ein bisschen mit dem Lesen nach. Also in dem Monat im Grunde dann auch schon wieder da ist. Soweit lesetechnisch, lebenstechnisch. Ich hatte ganz vergessen. Ja, die größte Veränderung an mir ist natürlich, ich war wieder beim Friseur. Ist für mich gefühlt jetzt so nach fast einer Woche schon wieder ganz normal. Ja, mein Plan war ja eigentlich, die Haare wachsen zu lassen. Ich wollte so ein bisschen in eine Bob-Richtung gehen. Deswegen war ich jetzt ja seit März auch nicht mehr beim Friseur. Hab aber einfach gemerkt, ist das alles langweilig. Es hängt nur runter, man muss jeden Tag waschen, man muss jeden Tag glätten, man muss immer irgendwas tun. Ich habe dann auch gemerkt, so jetzt bei den sportlicheren Aktivitäten, beim Radfahren, auch nur beim Rumlaufen im Sommer, man schwitzt, alles klebt sich dann irgendwie wo fest und es sah irgendwie nicht schön aus. Und ich war genervt, ich muss es ganz ehrlich sagen. Und ich bin dann Dienstagmorgen aufgewacht und dachte mir, heute gehst du zum Friseur. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich habe Dienstag früh um 7:45 bei meinem Friseur angerufen und hat sie gesagt, oh, ganz spontan, heute 17 Uhr. Und ich, ja, mache ich, komme. Und schwupps, war ich an dem Tag dann beim Friseur. Und ich hatte so ein bisschen als Vorbild so eine Art Pink-Frisur vor Augen, die hatte ich ja so ähnlich auch schon mal. Ist jetzt nichts Innovatives Neues auf meinem Kopf, aber man kann natürlich sie nicht nur nach oben machen, sondern natürlich auch frech zu den jeweiligen Seiten. Man kann sie jetzt auch im Sommer einfach mal so cool nach hinten tragen, wie ja durchaus das Pink auch immer mal macht. Und es gefällt mir super gut. Ich mag, dass es einfach schön kurz ist, dass man durchwackeln kann und einfach reingreifen kann. Und natürlich muss man da auch morgens ein bisschen was tun, ein bisschen Gel rein, Haarspray drauf, dass das natürlich auch alles so ein bisschen den Stand hat. Und man muss das natürlich jetzt auch immer mal regelmäßiger dann auch wieder kürzen. Und aber es sieht, es bin einfach ich. Ich kann das immer gar nicht anders sagen. Und ich glaube, diesen Satz mögen auch viele Menschen nicht. Und ich bin kein Langhaarmädchen. Und auch wenn es nur Haare waren, die bis zu den Ohren gegangen sind, habe ich in den Spiegel geguckt und gedacht, oh, also ich habe mich genauso langweilig gefühlt
wie meine Haare aussahen. Und ich kann absolut verstehen, dass Leute ihre Langhaare mögen. Das möchte ich damit gar nicht zum Ausdruck bringen, weil ich glaube, dass es eben auch Langhaarmädchen gibt, die dann eben auch einfach sagen, ich finde es toll, dass es einfach nur runterhängt, dass man nichts machen kann, dass man Zöpfe machen kann. Es gibt in meinem Freundeskreis so viele mit längeren Haaren, die auch sagen, ich finde es so toll, ich kann sie heute ganz oben machen zu einem Dutt, ich kann sie flechten und keine Ahnung was. Und ich habe auch sehr kreative Menschen in meinem Umfeld. Aber ich bin das einfach nicht. Und ja, dementsprechend sind sie jetzt wieder kurz. Und ja, das ist gefühlt eben so die große Veränderung dieser Woche, die ihr natürlich auch wahrnehmt. Und ja, die es ja, jetzt meinem Urlaub sozusagen auch ein bisschen angenehmer macht, weil alles ein bisschen unkomplizierter sozusagen auf dem Kopf ist. Ja, sonst lebensverändernd ist, dass ich diese Woche mein neues Auto bekommen habe. Ich hatte ja vorher einen kornblumenblauen VW ab. Und bin und war ja super zufrieden mit ihm. Es war aber von vornherein klar, dass der Leasingvertrag im Grunde nur 4 Jahre läuft. Und ich erst auch überlegt habe, behältst du ihn und ein bisschen hin und her. Und habe mich aber dann dazu entschlossen, mir einen neuen VW abzuholen. Ich habe eine Join-Variante. Ich blende euch auch mal ein Bild ein. Ich habe ihn euch ja auch auf Instagram schon gezeigt. Diesmal hat er, glaube ich, 75 PS, also ein bisschen mehr PS wie das alte Modell. Es ist ein Viertürer und es ist im Grunde ein Eis-Teal Blue. Also Teal Blue ist ja im Grunde so ein Blaugrün, ein Begriff dafür, und dieses Eis, weil er ein bisschen kühler wirkt. Und man hat so durch das verschiedenste Licht am Anfang gar nicht so recht wahrgenommen auf den Bildern, dass es 2 unterschiedliche Blautöne sind. Es ist definitiv so. Das Kornblumenblau war viel satter, viel dunkler, viel himmelblauiger gefühlt. Und dieses eisige Blaugrün ist tatsächlich kühler, heller, pastelliger ist das falsche Wort, aber man im direkten Vergleich sah man ganz gut, dass das ein anderes Auto ist. Zudem hat er sehr geile Felgen, wie ich finde. Und ja, ich habe ja ursprünglich mal in einem Autohaus gelernt und ja, hatte da schon immer eine Felgenliebe und bin sehr froh, dass dieses Auto endlich mal schöne Felgen hat, zumindest für den Sommer. Ja, er lässt sich sehr gut fahren. Es ist natürlich so, vom gleichen Modell aufs gleiche Modell zu steigen. Es ist kein großer Unterschied im Fahrgefühl. Gar keine Frage, man merkt schon die 15 PS, das hatte er vorher, muss ich drüber nachdenken, ich glaube 15 PS, man merkt die definitiv so beim Gas geben, beim Start, beim in der Stadt fahren, noch nicht ganz so, aber jetzt Landstraße, wie ich gefahren bin, man merkt es durchaus, dass er am Berg nicht mehr ganz so an Tempo ja, verliert. Man merkt es, aber es ist halt ein Stadtauto. Ich fahre zu 95% nur Stadt und habe vielleicht im Jahr 3, 4, 5 Reisen in Deutschland irgendwie, das heißt Berlin, vielleicht mal Frankfurt zur Messe, Leipzig zur Messe, Freunden in Nürnberg, in Augsburg, irgendwo in der Umgebung. Natürlich, ne, sowas hat man, aber natürlich nicht jede Woche. Und ich habe auch vom Fahrweg überhaupt nicht viele Kilometer. Ich glaube, ich fahre 7 Kilometer in die Arbeit. Da könnte man sich sogar fragen, lohnt sich ein Auto? Man kann da jetzt auch Diskussionen drüber führen, ob dieses Privatautorisieren, ob das jetzt zu dieser Hitzewandel irgendwas beigetragen hat und ob man jetzt für Privatleute das Auto abschafft oder keine Ahnung. Darüber kann man diskutieren, muss man aber nicht. Ich mag mein neues kleines Auto, das namentlich jetzt Kimi heißt. Ja, meine Autos haben in der Regel immer einen Namen und meistens tatsächlich einen männlichen. Ganz schön sexistisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich finde das irgendwie schöner, wenn man zu einem Mann ins Auto steigt. Ja, und Kimi, für alle, die jetzt damit bei nichts anfangen können, berufen auf Kimi Räikkönen. Das war ja einst mein liebster Formel-1-Fahrer. Er fährt ja nach wie vor bei Ferrari. Ich bin damals Fan geworden, als er bei McLaren im Grunde Mika Häkkinen abgelöst hat. Und ja, finde das einfach einen ganz coolen, sympathischen Formel-1-Fahrer und war lange Zeit großer Fan von ihm. Ich war auch lange Zeit Formel-1-Fan, jetzt die letzten 4, 5 Jahre interessiert es mich nicht mehr so. Und ja, deswegen darf das Auto jetzt sich auf den Namen Kimi sozusagen getauft fühlen. Ja, ist auch schon mit Sekt sozusagen begossen worden. Ist auch im Groben schon eingerichtet. Das Einzige, was ich mich jetzt mal im Urlaub befassen muss, bevor es dann mal in der Urlaubszeit nach Berlin geht, ist diese VW-Up-App, mit der ich mich beschäftigen muss, denn es gibt kein klassisches Navigationssystem mehr in diesem Auto, sondern man macht alles mit dieser App und seinem Smartphone. Ja, mal gucken. Ich bin jetzt ja technisch nicht die Großbegabte und auch nicht an meinem Smartphone die Großbewanderte, das ja auch neu ist, aber ja, wir werden gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen und dass ich dann sicher nach Berlin finde. Und ich denke, das wird auch irgendwie klappen.
Ja, was gab es sonst zu der Woche zu erzählen? Serien, filmtechnisch tatsächlich nichts. Auch fürs Kino war es nach wie vor zu warm, obwohl ich mir gern keinen Horizont, die Farbe vom Horizont, also den neuen Film mit Sam Claflin eigentlich gern angucken würde, aber fürs Kino, nein, ist es definitiv zu warm. Ja, ich glaube, sonst gibt es für diese Woche nichts zu erzählen. Ich glaube, ich habe jetzt auch lange genug gequasselt. Ja, ich habe jetzt ja Urlaub, das habe ich ja auch in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich mal gucken werde, wie es mit den Bücherwochen so wird, ob ich vielleicht meine Bücherwoche aussetze, je nachdem auch, was ich lese. Ich habe ja vor, den letzten Band von Das Lied von Eis und Feuer zu lesen, also den fünften, den ich noch auf dem Sub habe, und ich möchte auch Harry Potter hören, und ich denke mal, dass man mit diesen zwei Büchern durchaus auch eine Woche, wenn nicht mehr, beschäftigt ist. Je nachdem, was man natürlich so ein bisschen an Aktivitäten tut. Im Urlaub, wo hat das jetzt Sinn gemacht? Bin schon im Kopf, er ist schon im Urlaub. Ja, und da einfach mal gucken. Also es kann durchaus sein, dass meine Bücherwoche irgendwie wo fehlt, dass ich zwei zusammenfasse oder einfach mal nur ein kurzes Video so kommt. Und ja, also ich möchte mir im Urlaub einfach keinen Stress mit YouTube machen. Mache ich ja sonst im wahren Leben auch nicht. Ich möchte auf jeden Fall noch den Vlog drehen. Ich denke mal, das werde ich jetzt in Anschluss von der Bücherwoche machen. Und ja, weil ich einfach meine Gedanken dazu ein bisschen loswerden möchte. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Dann genieße ich jetzt meinen Urlaub, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch natürlich auch ein schönes Wochenende, wenn ihr die Bücherwoche am Wochenende seht. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen, genießt den Sommer und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.